Liebe Tirolerinnen und Tiroler, in den letzten Tagen habe ich in unserem Land eine beeindruckende Solidarität festgestellt. Über 7000 Tirolerinnen und Tiroler haben sich bereit erklärt, an diesem Wochenende freiwillig bei den Tests mitzuhelfen. Innerhalb kürzester Zeit haben Bundesheer, Feuerwehren, Rettungsdienste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaften und des Landes sowie die vielen Freiwilligen gemeinsam eine logistische Meisterleistung erbracht und in ganz Tirol ein Testsystem aufgebaut. Und ganz besonders unsere Gemeinden haben gezeigt, dass wir zusammenhalten, wenn es darauf ankommt und scheinbar Unmögliches möglich gemacht wird. Dafür möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken. Diese große Hilfsbereitschaft ist gerade in dieser schwierigen Zeit ein sehr erfreulicher Lichtblick. An diesem Testwochenende können wir Personen ausfindig machen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, aber keinerlei Symptome haben. Genau das ist ja das Heimtückische an diesem Virus. Man fühlt sich gesund, aber in Wirklichkeit kann man das Virus völlig unbemerkt anderen weitergeben. Und das gilt es zu verhindern. Daher darf ich Sie nochmals darum bitten, lassen Sie sich testen und finden Sie heraus, ob Sie das Virus in sich tragen. Je mehr Tirolerinnen und Tiroler sich beteiligen, umso wirkungsvoller sind diese Tests. Je mehr unerkannte Infizierte wir aufspüren, desto weniger Ansteckungen sind die Folge. Damit durchbrechen wir die Infektionsketten, damit senken wir die Infektionszahlen. Es liegt daher an uns allen, diese Tests zu einem Erfolg zu machen. Ich sage das auch ganz offen, dass diese Tests aber auch kein Allheilmittel sind. Ein negatives Testergebnis ist auch kein Freibrief, um auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln und das Maskentragen zu verzichten. Wenn sich möglichst viele von uns testen lassen, leisten wir aber einen wichtigen Beitrag, um unseren gemeinsamen Feind, das Coronavirus, zu bekämpfen. Bereits gestern habe ich in meiner Heimatgemeinde Zams den Antigentest machen lassen. Dieser Test dauert nur wenige Minuten und Sie haben dann Gewissheit. Deshalb nochmals meine Bitte, machen Sie von der kostenlosen Testmöglichkeit Gebrauch, lassen Sie sich testen und helfen Sie mit, sich selbst und andere zu schützen. Ich danke Ihnen.